jetzt los! Woo! Jana, du heiße Schnitte. Hör mal, du. Warm, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch wenigstens gut geht. Bei mir geht es gerade gar nicht gut, weil ich sehr, sehr ölig bin. Ich mag das Gefühl für Öligkeit gar nicht. Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Fuß. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch, wovon ich gar nicht so richtig wusste, dass wir das machen, weil Jana es einfach entschieden hat. Ja. Wir waren vorhin in der Stadt und haben uns gegenseitig Outfits gekauft. Und ich merke jetzt schon, wie ich so unfassbar anfange zu ölen. Tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich im Laufe des Videos einfach aussehe wie ein Käsekuchen. Wir haben eine Challenge gemacht und zwar musste jeder von uns beiden 2 Outfits kaufen, also für die andere Person. Ein Outfit, was wir für den anderen kaufen mussten, war jeweils in dem Stil von einem selber und das andere Outfit ist im Stil von dem, was die andere Person normalerweise kaufen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht so gut erklären heute, mir ist es zu warm. Sag doch einfach... Ja, was denn? Ja, ein Outfit, was ich denke, was du anziehen würdest, eins, was ich anziehen würde, nur in deiner Größe. Ja, das war besser als das, was ich gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Wir haben diese Videoidee übrigens bei amerikanischen YouTubern gesehen, beziehungsweise Jana. Und deswegen hat sie sich überlegt, dass sie das auch machen möchte. Und ich finde diese Idee auch sehr cool. Deswegen, wir verlinken euch das Originalvideo mal unten in der Infobox. Wir wollen ja jetzt hier nicht so tun, als wäre es unsere eigene Idee, ne? Die ist auch viel zu gut, das ist unsere eigene Idee. Okay, womit fangen wir an? Ich möchte anfangen. Nein, ich will nicht anfangen. Ich will nicht anfangen. Okay, ich will anfangen. Okay, ja, du fängst an. Das, und zwar, was ich denke, was du schön findest. Vor allem, ich verstehe nicht. Immer. Wie hast du darin 2 Outfits gemacht? Das sind Janas Sachen, die sie für mich gekauft hat. Und das sind meine Sachen, die ich für Jana gekauft habe. Hä? Bevor wir jetzt anfangen zu shoppen, Leute, bin ich jetzt gerade mal zu Rossmann reingegangen, weil hier gibt es ja mein Parfum. Tada! Guck mal, wie wunderschön es aussieht. Und ich sehe schon, hier sind schon einige weg. Und das freut mich richtig. Ich wollte mal kurz sowieso was dazu sagen. Nebenbei, ich finde es unfassbar krass, wie gut dieses Parfum bei euch ankommt. Ich freue mich so unfassbar doll darüber. Falls ihr in der Stadt seid, kommt auf jeden Fall unbedingt in den Rossmann. Schnuppert mal an dem Duft. Ich liebe den so sehr. Ich habe bis jetzt nur positives Feedback von Weiblein und tatsächlich auch von Männlein bekommen. Alle finden den Duft richtig, richtig toll und ich liebe ihn auch so sehr. Seit es ihn gibt, trage ich ihn tatsächlich jeden Tag, Leute. Und ich werde seit Monaten so oft darauf angesprochen, was ich trage und ich konnte so lange nichts dazu sagen. Es ist so heftig, Leute. Riecht unbedingt an dem Duft, wenn ihr mal in einem Rossmann seid oder geht zu eurem nächsten Rossmann und holt ihn euch. Er ist wirklich, wirklich so toll geworden. Ich liebe auch die Verpackung und das ganze Design. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr werdet es nicht bereuen. Und nun könnt ihr sehen, wie Jana shoppen war. Das ist es. Das ist zu groß. Hm. Ich bin jetzt hochgegangen und die Jacke hat Mama. Ach, danke. Was war das nochmal? Hose. Ich habe gefunden die Hose auf und war immer noch nach einem T-Shirt, aber ich glaube, ich finde keins. Ich glaube, ich kaufe diese Hose dann und gucke in einem anderen Laden nach einem T-Shirt. Und das kaufe ich jetzt M. Und okay, ich will es jetzt haben. Ich bin voll gespannt. Ich habe dieses ganze Material und so ja alles selber noch nicht gesehen. Ich will das Outfit jetzt sehen. Warte mal, was für ein Tipp mir denn jetzt? Das, was ich selber trage? Das, was ich denke, was du tragen willst. Okay, das erste Teil. Hä? Hä? Das ist voll witzig, weil ihr werdet gleich später in meinem Footage auch noch was sehen. Also ich habe die auch gefilmt und darüber was gesagt. Ich wollte die eigentlich für dich auch kaufen quasi. Gab es nicht, also in so einer kleinen Größe, dass ich die hätte kaufen können. Ich wollte die kaufen für was ich tragen würde. Aber die ist schön. Ich glaube nur, dass die zu groß ist. Genau diese Hose habe ich in schwarz in XS. Das ist so ungefähr so die Art von Hose, warte, die kurz. Ich immer trage. Wie nennst du die Hose nochmal? Bob, der Baumeisterhose. Warum auch immer. Ja, aber das passt auf jeden Fall schon mal. Okay, was habe ich dazu? Anyway, hast du was gekauft? Ah, das soll dazu passen, oder? Ja. Ist das schön? Doch, ich finde das schön. Ich weiß nur nicht, wie die Ärmel aussehen, weil ich bin ja immer so ein bisschen... Ich bin voll der Ärmel-Freak quasi. Also bei mir müssen die Ärmel auf eine ganz bestimmte Art und Weise an T-Shirts sitzen, sonst kaufe ich das nicht. Wären die Ärmel gut, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Ich habe gerade sogar noch überlegt, ob ich sowas hier tragen würde, aber ich habe das sogar gerade an. Also ich habe genau solche Ärmel ja gerade an. Also eigentlich ist es echt eine gute Wahl. Muss mal gleich gucken, wie es angezogen aussieht. Ich glaube, das machen wir auch jetzt. Also Leute, Fazit für dieses Outfit. Ich glaube, es könnte jetzt ein bisschen hallen, weil ich gerade in einem leeren Raum bin. Ich finde das T-Shirt richtig gut. Die Ärmel sind tatsächlich super gewählt. Also ich hätte mir das T-Shirt wahrscheinlich gekauft. Die Hose ist natürlich der Burner, weil das ist so genau die Hose, die ich sowieso schon in 12-facher Ausführung habe. Nur sie ist halt leider echt groß. Also da konnte ich noch ein bisschen Pizza essen, um da reinzupassen. Aber die NS ist jetzt echt
zu gross leider, aber an sich wäre das Outfit was, was ich tragen würde. Da hat Jana einen guten Job gemacht. Daumen nach oben. Jetzt kommen wir zu dem Outfit, was ich glaube, was... Nee. Hä? Was du schön findest. Was ich gut finde, also was ich tragen würde an Jana. Wir sehen jetzt erstmal halt das, wo ich einkaufen war. Ich bin gerade bei Zara und ich habe das hier gefunden, Leute. Ich habe sowas ähnliches von, ich glaube, Bershka oder so. Das sieht fast genauso aus. Irgendwie will ich was Besondereres haben. So, nicht so ein Labershirt, obwohl ich irgendwie immer Labershirts trage. Jetzt auch. Ne. Irgendwie ist hier nicht so richtig was Cooles, was ich tragen würde, außer, was ich gerade überlegt habe, diese Hosen hier. Ich habe halt andauernd solche Hosen hier an, also diese Art von Hose. Allerdings weiß ich nicht, ob die Jana passen könnte. Die sind halt relativ groß. Ich glaube, die ist zu groß. Ach Mann. Ich will, dass sie so eine Hose hat. Irgendwie finde ich tatsächlich nicht großartig was hier, was ich jetzt tragen würde, was so richtig voll mein Ding ist. Deswegen glaube ich, kaufe ich das König der Löwen T-Shirt tatsächlich, weil mein König der Löwen T-Shirt ziehe ich im Moment so jeden zweiten Tag an. Deswegen passt das, glaube ich, an sich eigentlich echt richtig gut. Auch wenn ich irgendwie was Cooleres kaufen wollte, aber es wäre schon witzig, weil ich lebe in diesem T-Shirt und das weiß sie. Und dann muss ich halt irgendwie versuchen, noch so eine richtig kleine Fahrradhose zu kaufen. Also diese Radlerhose oder so, wie die heißen, die im Moment so in sind, weil ich das immer damit getragen habe. Und ich brauche noch so eine Kette. Das komplette Auto wäre dann einfach 100% ich. Das brauche ich. Niemand hat einfach Fahrradhosen. Ich bin sogar schon im Sportgeschäft. Selbst die haben keine Fahrradhosen. Mann. Ich habe eine gefunden und zwar genau dieselbe tatsächlich sogar, die ich auch habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der Plan gewesen sein sollte, dass man etwas kauft, was genau dasselbe ist, was man auch trägt oder eigentlich nur vom Stil her das sein sollte. Jetzt habe ich aus Versehen genau die gleiche Hose gekauft und ein Oberteil, was einfach fast exakt genauso aussieht wie meins, aber es passt. Also lasst mich sagen. Nee. So, kommen wir mal zu Teil Nummer 1. Du darfst die Augen aufmachen. Du wirst es verstehen, glaube ich. Das ist aber schön. Findest du es echt schön? Ja. Oha. Hey, hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt gedacht, dass du das sogar schön findest. Kennst du mein König der Löwen T-Shirt, wo Simba drauf ist? Deswegen dachte ich so, ich habe das hier so unfassbar oft getragen, dass ich dir jetzt auch so eins kaufe, so in Übergröße, dass es halt so ein bisschen aussieht wie ein Kleid. Ja, toll. Ich habe übelst lange nach XS gesucht und hier gibt's, es gibt ja kein XS. Das einmal. Und weißt du noch, was ich dazu immer getragen habe? Ein Radlerhosenring. Und deswegen habe ich hier auch noch eine Radlerhose gekauft. Findest du die gut? Ja. Ja, dann probier mal an. Ich bin gespannt, ob das aussieht wie so ein kleiner Sack bei dir. Ah, warte, ich hab noch was. Warte. Und hier, das letzte Teil. Hä? Ja, ich dachte, wir brauchen so das typischste Outfit für mich. Und das typischste Outfit für mich beinhaltet so eine Muschelkette. So, jetzt kannst du dich umziehen. Und? Letzte Outfit! Ich finde, du siehst einfach exakt aus wie ich im Kleinen. Irgendwie ist es komisch, wenn man nicht sieht, dass ich eine Hose drunter habe. Aber ist ja egal, weil kann ich so machen. Genau. Und jedes Mal, wenn du an jemandem vorbeigehst, musst du den Move machen. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, genau neben Jana, wie ich mein Original-Outfit quasi trage. Sieht einfach exakt genauso aus, bis auf das man bei mir die Hose sieht. Und wie gefällt es dir? Gut. Okay, perfekt. Top. Kein Flop, na top. Ey, du hast in die Tüte geguckt. Hab ich nicht, ich schwöre. Und damit kommen wir dann zu Outfit Nummer 3 und zwar jetzt zur nächsten Kategorie. Die lautet, Jana, erklär du lieber, weil ich krieg's ja endlich auf die Reihe. Was ich schön finde, in deiner Größe. Also ich will diese Jacke nehmen, aber ich weiß noch nicht, welche Farbe. Und das entscheide ich jetzt. Und ich hole jetzt die Jacke in schwarz. Also ich habe jetzt den Rest des Outfits bei Bershka geholt, aber ich habe nicht gefilmt, weil es zu voll war. Und ich habe jetzt eine blaue Jeanshose und so ein halber Pullover. So ein Sweatshirt. Jetzt bin ich so gespannt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was du gekauft hast. Wahrscheinlich so eine... Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du safe so eine high-waisted Jeanshose gekauft oder so. Sonst habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube, so ein normales gestreiftes T-Shirt und so eine Jeanshose. Ich gebe jetzt erst wieder die Hose. Ha! Hab ich doch gesagt! Helle Jeanshose. Wusste ich doch. Das ist so einfach so komplett das, was Jana einfach immer trägt. Und zwar auch so richtig high-waisted. Das ist halt quasi schon unterm Knie hängt. Nee, nicht Knie. Unterm Hals. Unterm Kinn. Unterm Kinn. Ja, das meinte ich doch. Ja, okay. Und wenn jetzt noch ein gestreiftes T-Shirt kommt, dann habe ich gewonnen. Also das ist jetzt mehr so Herbst. Was denn? Herbst? Oh, nee, Jana, jetzt sag mir nicht, du hast einen Pulli gekauft oder so. Den muss ich jetzt anprobieren. Ich schwitze jetzt schon wieder. Oh, nee. Ja. Hä? Ja, doch, das ist was du tragen würdest. Aber ich hätte jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn du es tragen würdest, aber das wäre jetzt nicht so das Typische, was ich mir vorgestellt hätte. Ich freue mich schon, das gleich anzuprobieren bei 35 jetzt, Grad. Ach so, geht's noch weiter? Ja. Dadurch wird es ja erst Winterherbst. Ich finde das schon Winterherbst. Du besitzt das gleiche wie das, was ich du mir jetzt genau gibst. Das gleiche, nur in einem anderen Material. Okay.
Oh mein Gott, es sind 35 Grad und ich muss dieses Outfit gleich anprobieren. Wieso verkaufen Läden jetzt im Hochsommer so schwarze, fette Winterjacken? Wollen die mich veräppeln? Aber ist es schön, alles zusammen? Ich glaube, ich hätte mir das auf jeden Fall nicht ausgesucht. Also ich trage immer nur so dunklere Sachen. Das hier hätte ich mir, glaube ich, nicht ausgesucht. Und die ist halt so ein Basic-Teil. Also eigentlich ganz geil. Aber eigentlich wollte ich weiß nehmen, aber du hast ja schon so eine weiße. Ja, genau. Stimmt, ich habe ja so eine Jacke nur in weiß. Ja, das ist eigentlich cool. Aber so das zusammen hätte ich, glaube ich, nicht ausgewählt. Aber das ist was du voll tragen würdest. Dann wünscht mir mal Glück, dass ich nicht kollabiere vor Hitze und ich probiere das jetzt mal an. Leute, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so doll geschwitzt. Ich kann euch sagen, also die Hose finde ich gut, die passt mir auch. Die ist top, war sehr, sehr schwierig da reinzukommen, weil ich sehr, sehr doll schwitze, aber ich bin drin und sie passt mir. Das Oberteil ist was ich tatsächlich, glaube ich, niemals gekauft hätte und jetzt, wo ich es anhabe, auch nicht. Ich weiß, dass es Jana stehen würde, aber bei mir sieht es irgendwie komisch aus und irgendwie zieht sich der Stoff komisch. Vielleicht bin ich aber auch gerade nur ein bisschen negativ angetan davon, weil mir unfassbar heiß ist und ich gleich zu Öl werde. Und ich freue mich, jetzt diese Jacke auch noch darüber ziehen zu dürfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir ist so heiß. Ich klebe so sehr. Also die Jacke ist bequem, wäre sie nicht so warm. Wenn du das jetzt so siehst, ist es das, was du tragen würdest? Ja? Dann würde ich sagen, ist das Outfit ja gelungen, oder? Sehe ich aus wie Jana? Oder nicht? Und ich möchte jetzt hier raus, weil mir ist echt heiß. Dann kommen wir jetzt zu dem, was ich für dich gekauft habe in deinem Stil. Hier ist es jetzt gerade sehr laut und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gecopyrighted werde oder so, aber ich bin hier gerade bei Telegray, das ist so Janas Lieblingsladen. Ich habe so eine Shorts gefunden und ich glaube, die kaufe ich ihr, weil ich weiß, dass sie noch keine weiße Shorts hat. Ich habe gerade das Jana-mäßigste Jana-T-Shirt der Welt gefunden, Leute. Ich bin der beste Mensch der Welt. Das Outfit, was ich jetzt habe mit der weißen Hose und dem T-Shirt, das ist sowas von Jana, das kann sie mir nicht erzählen. Wenn sie mir sagt, dass es nicht Jana ist, dann habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Und die Musik hier ist so laut! Mach die Augen zu. Ich fange ausnahmsweise mal mit dem Unterteil an. Ist gut? Deine weiße Hose. Ja, aber was soll ich sagen? Guck mal, du hast doch gerade sogar so eine Hose an, nur in Blau. Das ist genau sowas. Das würdest du tragen, okay? Okay, ja, wirklich. Okay, so. Und Daniel, ähnelt sogar dem, was du gerade trägst. Hä, das habe ich doch noch angeguckt. Hast du? Ja. Wann hast du das angeguckt? Als du bei Hollywell drin warst. Hä, das habe ich nicht gesehen. Echt jetzt? Also an sich schon mal beides gut? Ja. Sehr cool. Ich bin der Boss! Ha! Dann probieren wir den Schinken mal an. So, meine Dame, was sagen Sie? Die Hose ist gut. Ja, die ist gut? Alles nicht ganz hoch. Ja, dann ist halt ist so okay. Eine. Ihre Hosen gehen immer bis zum Knie. Ach, wie sie sag ich schon wieder bis zum Knie. Nice, da. Hättest du die so gekauft? Ja. Gut. Und das T-Shirt? Auch. Findest du auch gut? Ja. Oh, das sieht voll schön aus. Dir steht die Farbe voll. Das Grün sieht voll gut aus. Jana ist eine schöne Maus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es ist, gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier kommt ihr noch zu meinen beiden letzten Videos. Dort könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Da ist noch mein Vlog-Kanal verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!